Also ich bin ein großer Freund von One-Command-Builds. Das heißt, ich als Entwickler muss keine Checkliste führen, was ich alles machen muss, sondern halt, ich mache ein Bild oder wähle ein Command aus. Es ist mir egal, was das für ein Command ist. Und dann purzelt das Ganze halt raus. Heute haben wir das Thema Continuous Integration und wie kriege ich meine Docker-Container und meine Helmcharts in diesen Build-Prozess eingebunden. Und dafür habe ich mir Sandra Pasek aus Neuss eingeladen. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf. Morgen. Was hast du uns mitgebracht? Das ist ein spannendes Thema. Ja, wir kennen uns ja von meinem Vortrag Infrastructure as Code. Muss man nicht testen, hops, das läuft. Und da bin ich halt so ein bisschen, also habe ich einen Rundumschlag gemacht, wie man Continuous Integration auf Infrastructure as Code. Und heute habe ich das Thema ein bisschen Deep Dive mitgebracht und da spezialisiere ich mich jetzt mal auf Docker-Images und Helmcharts. Der Hintergrund ist der, also ich habe eine Java-Applikation mitgenommen, Spring Boot. Und ich weiß, auf dem Papier machen wir alle Continuous Integration, haben halt irgendwie automatisiert ein Bild und auch irgendwo einen CI-Server drin. Und da war es ja bisher immer so gewesen, dass aus meinem Bildprozess und vielleicht ein Fetcher, Jar, IR oder Warfare, je nachdem, ob ich einen Application-Server benutze oder einen Fetcher, ja, das gehen wir auf den Weg Richtung Kubernetes. Das heißt, da komme ich nicht drum herum, meine ganzen Sachen in Docker-Images zu packen. Und ich bin der Meinung, dass dann aus dem Bildprozess, also die Fetchers können natürlich immer noch weiter rausspucken, aber aus dem Bildprozess ist aus meiner Sicht müsste jetzt ein Docker-Images, weil das ist das Deployable-Artefakt an der Stelle. Wenn wir Richtung Kubernetes gehen, das ist dann nicht ausreichend. Das ist eine hinreichende Bedingung, aber nicht ausreichend für das Ganze halt auf den Kubernetes zu bringen, sondern ich brauche irgendwie Art Deployment-Skripte. Früher, wenn ich im Tomcat habe, da habe ich vielleicht Shell-Skripte geschrieben oder Ansible-Skripte oder das per Hand deployed oder wie auch immer. Und jetzt, wenn ich die Sachen halt auf den Kubernetes reinbringe, dann bräuchte ich vielleicht so Kubernetes-Deskriptoren. Das heißt, ich verpacke halt mein Docker-Image in so ein Pod-Objekt. Vielleicht muss ich noch drumherum noch Sachen bauen, weil ich vielleicht Volumes brauche, also Persistence, Storage. Dann will vielleicht meine Applikation mit der Außenwelt kommunizieren. Dann brauche ich sowas wie Ingress-Control, damit sie halt mit der Außenwelt kommunizierbar ist. Ja. Vielleicht Security-Einstellungen mit Network-Policy. Je nach den Team-Konstellationen kann das sein, dass das die Entwickler machen müssen. Oder Deploration, aber das ist halt eine Philosophie-Geschichte. Das ist halt bei jedem Team halt anders. Aber nichtsdestotrotz habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Entwickler halt genau ein bisschen wissen, was ihre Applikation braucht. Und dann fühlt sich das so natürlich an, dass sie auch die ganzen Helmcharts dann schreiben. Also Helmcharts sind dann, ich sag mal, Kubernetes-Deskriptoren plus eine Tailwind-Engine gleich Helmcharts, sodass ich das halt konfigurierbar machen kann. Und das ist das, was ich bemerkt habe, was bei den Entwicklern gut ankommt. Das heißt, ich möchte gerne Helmcharts aus meinem Bildprozess rausgespuckt bekommen haben und Docker-Images. Und da will ich gerne euch zeigen, wie das anhand einer Spring Boot-Applikation halt gehen würde und wie ich das in meinen Bildprozess halt reingehe. Und dann gucken wir mal, ob wir mal links oder rechts noch vorbeischauen. Also hier heute geht es wirklich darum, Deployment-Skripte zu schreiben, sie konfigurierbar zu machen. Ich würde aber jetzt nicht auf die Thematik reingehen, wie ich das ganze Deployment mit Konfigurationen pro Stage, das ist, glaube ich, nochmal gleich ein Thema für eine nächste Runde. Schön, dann. Ja, ihr müsstet jetzt eine Konsole sehen. Ja. Vielleicht nochmal, aber bevor wir halt anfangen, vielleicht nochmal ein Bild. Also wo das Ganze herkommt, Continuous Integration, kommt eigentlich aus der Continuous Delivery Geschichte. Das heißt, wir haben, man sagt so, wenn ich meinen Prozess halt automatisiere, dann soll ich so Best Practices halt eingehen. Und dann geht es halt, ich benutze ein Versionskontrollsystem. Ich mache automatisierte Builds, Testing und vielleicht Code-Analyse. Und ich bin der Meinung, diese vier Sachen könnte man auch für Infrastructure as Code, das heißt für Docker-Images oder für Helmcharts halt reingehen. Testing und Continuous Inspection gehe ich heute jetzt nicht so. Vielleicht streifen wir das halt an, aber heute wäre mein Schwerpunkt auf die beiden Thematiken, also Versionskontrollsystem und Continuous Build, dass aus diesem ganzen Prozess halt auch diese Docker-Images und Helmcharts-Geschichten halt rausspuckt. Aber nur, dass ihr mal ein Bild gesehen habt, wo ihr so ein bisschen einordnen könnt, worum es heute so ein bisschen geht.
Warum möchte ich das? Soll ich das in meinem Bildprozess einordnen? Also ich bin ein großer Freund von One-Command-Builds. Das heißt, ich als Entwickler muss keine Checkliste führen, was ich alles machen muss, sondern halt, ich mache ein Bild oder wähle ein Command aus. Es ist mir egal, was das für ein Command ist. Und dann purzelt das halt das Ganze halt raus. Ja, was habe ich mitgebracht? Ich habe eine publige Spring Boot-Anwendung. Die kennt ihr vielleicht von anderen Vorträgen von mir. Das ist so eine Hero-App, also eine Hero-Datenbank, wo ich halt mein Comic-Universum halt habe, wo ich meine Heroes abspeichern kann. Und da purzelt halt ein Fetcher raus. Und jetzt geht es halt darum, ich möchte halt hip sein und das Ganze halt auf Kubernetes halt laufen lassen. Genau, ich gehe jetzt nicht auf den Code ein, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist, weil das ist halt, dass ich halt, halt eine Web-Applikation habe und da ich jetzt nicht der große Frontend-Held bin, habe ich mir auch so eine Template-Sprache genommen, wo ich dann eine publike Anwendung halt, also Oberfläche damit halt zusammenbaue. So, da seht ihr auch die tolle Applikation. Also, ich kann hier, habe hier so eine, kann ich suchen. Und dann kriege ich halt so meine Helden, in welchem Universum sie leben und in welcher City sie unterwegs sind. Aber ich könnte auch hier was anderes halt einnehmen, wie zum Beispiel Wonder Woman. Ich glaube, sie lebt in London, ne? Und sie ist aus dem DC. Ja, und dann. Ich finde es sehr beruhigend, dass dein UI so aussieht, wie ich es auch machen würde. Sehr gut. Und ich kann auch sagen, das sieht nur so fancy aus, weil ich Bootstrap genommen habe. Und allein dieses Bootstrap einzubinden, das hat mich schon ein bisschen Nerven gekostet. Das, also, ich gebe zu, ich bin Backend-Entwickler und ja. Normalerweise, wenn das auf der Kommandoline funktioniert, ist alles gut. Und das ist jetzt so ein bisschen Spielerei. Aber die Leute wollen ja was sehen, also deswegen habe ich jetzt was abgeliefert. Also, ja, genau. Ich kann auch wieder zurückgehen. Also, das ist, ja. Nix, also ich glaube, ich könnte auch wieder eine To-Do-App schreiben, aber das fand ich dann auch ein bisschen zu langweilig. Also das Erste, was wir brauchen, ist halt ein Docker-Images und ich gehöre eher zu den Oldschool, das heißt, ich habe das halt im Maven-Build und ich habe ja gesagt, ich möchte gerne ein One-Command haben und da ist es halt, also das wäre halt bei mir jetzt ein Maven-Command, das heißt, da habe ich mir die Frage gestellt, okay, kriegst du das irgendwie in deinem Maven-Bild untergebracht. Ich bin da jetzt nicht dogmatisch an der Sache. Man könnte jetzt auch ein Shell-Skript schreiben und sagen, okay, ich rufe Maven auf, Docker auf und dann purzelt das auch die ganze Sache halt raus. Das wäre für mich auch in Ordnung, aber dann müsste dieser Shell-Skript halt für alle aufrufbar sein und das irgendwie anlegen. Aber so ist das halt. Ich muss das halt nicht wirklich dokumentieren, weil wenn ich Maven Clean Verify, das sehen wir nachher, dann purzelt halt auch das Docker-Image ist halt dabei raus. Also um das nochmal zusammenzufassen, du möchtest nicht zwei, drei Prozesse starten, sondern du möchtest einen Prozess starten. Ich starte einmal Maven und dann kommt mein Jar raus und mein Docker-File kommt raus. Und was man noch genau, das genau. Also natürlich im Hintergrund werden mehrere Prozesse, also ich muss natürlich Docker auf meiner Maschine haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber ich muss mir keine Gedanken machen oder wenn ich halt einchecke, oh ja, ich hätte noch Docker-Builds aufrufen müssen, nicht nur Maven, sondern ich möchte halt das so gestalten, dass es ein No-Brainer ist. Okay. Sehr gut. Ja. Das haben sich andere Leute auch gedacht. Und deswegen gibt es sowas wie ein Docker-Maven-Plugin. Und da kann ich halt in meinem Bildprozess, auf jeden Fall binde ich halt mein Docker-Maven-Plugin in meinen Maven-Lifecycle. Das Schöne ist, dass das Docker-Maven-Plugin halt schon default-mäßig das sich einbindet, halt in Lifecycle-Package, die halt fürs Paketieren zuständig ist. Da sage ich halt das Goal-Build, das heißt, er baut mir das Docker-Image. Was wir jetzt nicht demonstrieren werden, ist, aber ich habe ja eine Phase im Maven-Build, das nennt sich Deploy, das heißt, das wird halt Richtung Artifact-Repositories verteilt. Jar-Files kommen im Maven-Plug, ins Maven-Repository. Beim Docker-Images würde ich das gerne sehen, dass es in die Registry kommt, deswegen ein Push. Und deswegen kann ich das halt, bin ich das halt entsprechend auch ein. Das heißt, wenn ich auch da wieder No-Brainer, wie sagen, auf dem CI-Server Maven deploy, da weiß ich, wenn alles erfolgreich ist, dann deployt er mir auch das Docker-Image halt in die Docker-Registry.
Und das konfiguriere ich halt hiermit. Also hier ist es auf einem Localhost, aber es könnte natürlich dann eure Registry, eure Wahl halt dann sein. genau. Dann Konfiguration, wie das mein Image heißen soll. Also das ist zusätzlich, also er nimmt halt auch Informationen defaultmäßig Artifact-ID und als Tag die Version. Aber ich habe zusätzlich noch das Latest, um mir halt das lokale Entwickeln halt damit dann zu vereinfachen. So, das ist halt angebunden. Aber jetzt, was ihr euch jetzt wundert, okay, wo ist das Docker-File? Das fehlt ja immer noch. Und zwar, ich halte mich jetzt an den Konventionen, was jetzt das Docker-Maven-Plugin mir vorgibt. Und im Maven ist das halt so, dass man hat sich eingebürgert, dass ich so einen Source-Main-Ordner habe und dann Java-Code und kommt unter Java. Resources für irgendwelche HTML-Geschichten oder Properties kommen unter Resources. Und dann hat sich dann die Leute von Docker Maven plagen, ja, das macht ja wohl Sinn, unter Source Main Docker halt aus Dockerfile halt abzulegen. Ja, und das ist halt auch so, also dieser Verweis ist halt auf dem hier. Und da geht es defaultmäßig wie nichts anderes. Also Convention ist dann halt, er guckt halt unter Source Main Docker halt nach. Ja, wie sieht das dann halt aus? Ich benutze halt einen Multistage Docker File. Das heißt, Multistage, das heißt, ich habe mehrere Stages, bevor was rausputzelt. Der unterste Teil ist das, was auch später auch produktiv geht. Und warum diese Aufteilung? Naja, ich habe halt das Fetcher, möchte ich gerne auspacken und in mehreren Layern. Und das Witzige ist halt, diese Extract-Tools brauche ich halt nicht mehr zur Laufzeit. Das heißt, es würde halt mein Docker-Images unnötig halt aufblasen. Und deswegen sage ich, okay, ich nehme halt einen von Eclipse zu Merium, wo halt alles, wo da halt auch eine Shell mit drin ist, und packe das halt aus. Und dann sage ich halt, in dem, was halt später ist, nutze ich ein Distroless. Das ist halt wirklich nur, ist keine Shell drin, also relativ kleines, wo es nur Java ist. Wo ich dann sage, hey, nimm das Ausgepackte aus der Stage Builder und kopiere sie und mach noch einen Entry Point und dann ist das Docker-Image halt fertig. Zum Hintergrund ist halt die, man sagt halt, um halt den Build-Cache vom Docker halt so ein bisschen zu beschleunigen, versuchen wir auf Wiederverwendung zu kommen. Das heißt, ich packe, also jede Zeile gibt halt so ein Layer. Und das heißt, der Docker würde halt feststellen, wenn die Dependencies sich nicht geändert haben, dann kann er halt diesen Layer von früheren Builds halt wieder verwenden. Also packe ich halt Sachen, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sich da wenig halt ändert, halt an oberster Stelle. Und desto mehr höher die Wahrscheinlichkeit, dass es sich was ändert, dann komme ich runter. Und das heißt, meine eigentliche Applikationscode, was sich dann sehr die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es immer die sich wieder ändert, packe ich halt auf den letzten Layer, also auf den Layer auf dem Stack, das muss man sich wie so ein Stack vorstellen. Und dann kann das im guten Fall passieren, dass sich halt diese Layer gut wie gar nichts ändern. Ja, hier, sagen wir mal hier. Und die letzten zwei Layer sind eigentlich, was immer wieder neu halt gebaut werden. Das und die Geschwindigkeit des Bauens, oder? Genau. Also da, also klar, am Anfang muss einmal der Cache mal gefüllt werden. Das dauert etwas länger und danach geht das halt schneller voran. Hier gibt es auch ein paar Besonderheiten vom Plugin, also vom Docker Maven Plugin. Denn ich habe hier mein Target und hier habe ich auch mein Fetcher und er baut halt, halt sich auch so ein Workspace, nämlich Latest Build Maven und da kopiert er sich das Jar rein. Und das ist der Ordner, der hier referenziert wird. Das ist jetzt nur ein Jar, das kann man sagen, okay, das ist irgendwie doppelt gemoppelt. Es kann aber auch sein, dass wenn ihr je nach Applikation, die ihr vielleicht noch irgendwelche Properties das Teil noch verpacken wollt oder andere Sachen, dann würdet ihr ihm sagen, dass er es hier reinkopieren soll. Und dann weiß halt das Docker Maven Plugin, okay, nimmt halt dieses Dockerfile wirklich zum Bauen hier. Warum dieser Umweg? Ich könnte hier anfangen, noch Templating zu machen, was ich jetzt in diesem Beispiel nicht brauche. Irgendwie, keine Ahnung, hier Variablen, die halt während des Builds erst mit Werten gefüllt wird, würde ich hier ein Templating machen. Das würde halt hier aufgelöst werden. Und dann würde Docker Maven Plugin den Docker halt auf dieser Ebene halt ausführen.
Also ich bin da ein bisschen, ich weiß, mit viel Macht kommt viel Verantwortung. Man kann auch damit natürlich auch Schindluder treiben. Aber zumindest, ja, die Möglichkeit hätte ich dazu. Und es ist immer so, sie haben das auch eingebaut, weil auch die Nachfrage halt da war. Also das ist ja nicht so, dass das Plugin ist ja auch, hat ja auch schon mehrere Jahre an Entwicklung und Feature-Requests halt hinter sich. Okay. Genau, verstanden. Das heißt, ja? Ich habe es verstanden. Das ist okay. Sehr schön. So, jetzt können wir das auch ganz auch demonstrieren. Gut, dann machen wir nochmal ein Maven Clean Package. Da sieht man halt das ist normal im Bild, der kompiliert, da laufen halt Tests durch. Das ist noch nichts so Spannendes. Und da sieht man erstmal, dass er halt nichts macht. Und wenn ich dann halt clean install mache, ich weiß, install macht man normalerweise nicht, aber ich brauche das halt hier, damit das Docker Maven Plugin halt angeht. Und dann sieht man halt gleich, dass dann halt ja hier. Dockerbild, da ist er. Genau. Also der hat zum Beispiel gecheckt, ist alles im Cache drin, also muss nichts machen. Also baut er mir halt halt das zusammen. Das Lustige ist, so ein Nebenaspekt, er baut mir auch ein Tar. Das heißt, also ich kann natürlich Docker-Images, ich bin ja nicht gezwungen, das irgendwie ein Docker-Registry, sondern auch kann ich mir auch als Tar runterladen, das Image. Das heißt, wenn ich damit was machen möchte oder sowas, dann hätte ich auch noch die Möglichkeit, mit einem Tar-File zu arbeiten. Eine Frage habe ich zu dem Test, den du gerade gezeigt hast. Ich habe noch eine Docker Compose gesehen. Die spielt jetzt gerade keine Rolle. Genau, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich kann aber, weil du es danach gefragt hast, bist du selber schuld, jetzt erkläre ich das, warum ich einen Docker Compose-File da habe. Es kann ja sein, dass ich lokal mal testen möchte. Und da möchte ich nicht gleich Nico Kubernetes halt hochfahren. Okay. Also und dann mache ich das mit Docker Compose. Und das ist für mich auch so ein bisschen auch Dokumentation, da, weil ich hier schnell sehen kann, welche Environment ich halt brauche. Umgebungsvariablen. Also ich benutze das halt wirklich zu Testzwecken, dass ich das halt also das ist halt, ich kann jetzt mehrere Variationen machen. Ich kann meine Applikation ohne Docker halt starten, mit Spring Boot Run. Dann startet der halt ohne Docker und den ganzen Gedöns. Da brauche ich aber eine Datenbank. Also sage ich dann Docker Compose Database. Dann fährt er mir ein Image hoch von der MongoDB. Das ist dann auch hier halt auch konfiguriert. Nämlich das hier. Dann weiß er halt, okay, wenn Spring Boot Run ist, dann nimmt er halt diese Environment-Variablen. Und dann geht er halt, ist es so vorkonfiguriert, dass er dann gegen das Docker-Container von MongoDB geht, was ich hier im Compose-File genommen habe. Ja. Ich kann auch sein, dass ich einen Fehler habe, was halt nur im Container nachzustellen ist. Dann kann ich das ganze Konstrukt halt starten, habe aber den ganzen Overhead von Kubernetes nicht. Natürlich, wenn etwas ist, wo Kubernetes mit reinspielt, da brauche ich halt einen Minikube oder sowas. Und manchmal reicht das halt auch nicht. Also ich mache das halt in mehreren Stufen, um halt Fehlerquellen halt dann auszuschließen. Hast du gerade meine Frage weggenommen? Okay. Also die Frage ist halt, würdest du eher einen Minikube oder eher einen Docker Compose empfehlen? Und ich habe jetzt rausgehört, dass du erstmal einen Docker Compose nimmst, was einfach schneller und kleiner ist, aber wenn es dann komplexer wird beim Fehler, dann doch ein Minikube lokal. Genau, also ich benutze Minikube auch lokal, um meine Helmcharts zu entwickeln. Also ich finde das unsäglich, halt irgendwas zu committen und pushen und dann warten, ob das CI-Server mir Feedback gibt, ob das alles, was ich geschrieben habe, in Ordnung ist. Deswegen habe ich dann halt auch einen Minikube bei mir zu laufen, der dem Produktivcluster relativ nahe ist, um halt die Helmcharts zu schreiben. Und ich habe die Erfahrung gemacht als Entwickler, also bei Operations, also wenn sie wirklich große Cluster-Konfigurationen machen, weiß ich nicht, ob ich das ausreichend ist. Für mich aber als Anwendungsentwickler, für die Helmcharts sind das vollkommen, ist das ausreichend an der Stelle, mit einem Minikube zu arbeiten. Oder mit einem K3S oder was es noch gibt. Also da sage ich immer, Leute, guckt an, was ihr für Implementierung auf dem Kubernetes-Cluster im Produktiv halt läuft. Also mit Implementierung meine ich halt, von Ingress-Controller gibt es ja mehrere Implementierungen wie Nginx oder Traffic. Kann auch sein, dass ihr in den Helmcharts dann irgendwas Nginx-spezifisches nimmt oder Traffic-spezifisches. Das wollt ihr natürlich nachstellen. Also müsst lokal der Minikube entsprechend darauf eingestellt werden. Hm? Minikube zum Beispiel benutzt defaultmäßig Nginx-Implementierung für den Ingress-Controller.
Das kannst du natürlich umkonfigurieren. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann nimmst du was anderes wie K3S. Da, glaube ich, ist zum Beispiel der Traffic die Default-Implementierung, wenn sich es bisher nicht geändert hat. Spannend. Also da muss man halt sich bisschen Gedanken halt machen, was man halt abtellt. Also aber ich mache das gerne, also da, natürlich dauert das bei mir dann gefühlt länger als bei anderen, weil ich halt so mehrstufig halt gehe. Aber ich kann das halt einmal, aber ich, klar, du kannst natürlich auch einen goldenen Schuss legen und dann hast du sofort, wenn du das komplette, aber ich habe, also mein Kopf, ich sehe manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, also brauche ich dann etwas runtergestripptes, um halt den Fehler halt Stück für Stück halt näher kommen. Ja. Und dann gewisse Fehlerquellen halt dann auszuschließen. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir den Docker-Container gebaut. Genau. So, da kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt habe ich mein Docker-File. Hier wollt ihr halt auf Kubernetes. Und das heißt, ihr braucht Deployment-Skripte. Was ich dann mache, also ich lege das in demselben Repository ab, wo auch die Applikation ist. Wenn es um Cluster-Konfiguration geht und übergreifende Applikationen, da kann man dann drüber sich unterhalten, ob man das getrennt haben möchte. Ja. Aber hier geht es halt um das Deployment-Skript für diese Anwendung und es soll vom Entwickler halt geschrieben werden. Das ist auch egal, es kann auch von mir so von Operation geschrieben werden, aber das ist halt, gehört halt zusammen und deswegen bin ich der Meinung, vertrete ich die Meinung, dass das halt hier zusammengehört. Ja, da habe ich ja meinen Helm-Chart, meine Spring Boot-Demo und ich habe das mit Helm Init. Der macht mir dann halt die ganze Ordnerstruktur. Und was ich halt habe, ich brauche halt eine Config-Map, wo ich meine URIs halt lege. Ich könnte vielleicht dann auch Secrets reinmachen, aber dann haben wir nochmal andere Problematik. Also Secrets, da muss man sich halt dann unterhalten. Lege ich sie wirklich Klartext in Git-Repo? Nein, möchte ich nicht. Dann möchte ich es vielleicht verschlüsseln. Da gibt es halt das Helm-Plugin Secrets, was ich damit verschlüsseln kann. Möchte ich im Vault einsetzen, dann ist die, wie weit die Organisation ist, die Teams, kann natürlich sein, dass die halt aus so einer aus einem Application-Server, JBoss oder WebLogic kommen und mit Kubernetes erst sich vertraut machen müssen, vielleicht auch die Operations wissen mit Kubernetes noch nichts zu tun und dann ist halt die Frage, wie viel Neuland du den Leuten halt aufbürden möchtest, ne? Ja. Deswegen manchmal halt hilft es, in Iterationen zu gehen. Also die Ordnerstruktur hast du hinbekommen durch ein Helm Init. Genau, das kann ich mal kurz mal demonstrieren. Dann, ich gehe mal kurz einen Ordner zurück, dann hilft er nicht. Und dann kannst du halt Helm Init. Wie war das? Ich meine, das war Helm Init, aber es kann auch sein, auch, dass es halt. Entschuldigung, Create Init war. Ist ja, okay. Reicht schon. Also dann genau. Ich hätte mal die Hilfe durchlesen sollen. Alles gut, hey, Create und dann machen wir mal einen Test. Und dann hat er Create einen Test. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinschaue, dass ich so einen Testordner. Und dann sind dann die ganzen. Und wenn ich dann. Und dann siehst du halt hier. Ist dann schon eine Struktur fertig. Sehr cool. Und dann, natürlich bist du dann am Sachnamen raus, zum Beispiel Service-Accounts, wo habe ich jetzt nicht gebraucht. Aber Service, Deployment, Ingress, das sind so die Sachen, die ich ja auch am meisten halt brauche an der Stelle. Gute vermisse ich jetzt gerade, aber... Bitte? Die Route vermisse ich jetzt gerade. Noch der Ingress, ne? Genau, hier. Okay. Okay, also wir können das mal hier durchgehen. Also, ich hab hier mein Deployment. Das merkt man schon. Also, das sieht irgendwie nach Kubernetes-Deskriptoren aus, aber irgendwie auch nicht. Was steckt dahinter? Ja, er generiert mir solche geschweiften Klammern und das ist halt diese Template-Engine. Wenn ihr näher über diese Template-Engine wissen wollt, dann guckt bei Go nach. Das basiert nämlich auf der Go-Template-Engine. Das heißt, wenn ihr Templating könnt bei Hugo, was ja auch auf Go basiert, dann könnt ihr auch Helmchart schreiben. Mhm. Und dann sage ich halt hier, okay, wenn bestimmte Variablen gesetzt werden, dann soll bestimmte Sachen eingefügt werden. Dann habe ich aber zum Beispiel hier Sicherheitssachen, die möchte ich überall haben, die möchte ich nicht konfigurierbar machen, habe ich das halt fest verdrahtet.
Was aber eher vielleicht konfigurierbar gemacht werden sollen, sind halt Image-Repositories und Image-Tags. Das ist dann halt vielleicht Argumente von Containern müssen überschrieben werden. Dann Referenz auf die Config-Map. Das mache ich dann halt auch über eine Variable, damit sie sich das dann halt hier ausliest, weil das ja auch mit der Variable bestückt ist. Ja. Deswegen mache ich das halt auch hier im Config-Map. Vielleicht möchtest du halt lokal Delay-Zeiten oder Timeouts halt was nicht anders haben als in der Produktion oder auf Testsystemen. Das könntest du dir konfigurierbar machen. Hier meine Liveness und Readiness Approach. Das bringt mir, also das können wir vielleicht gleich nochmal drauf reinkommen, bietet mir Spring Boot halt fertige Endpoints an, die ich einfach nur einbinden muss. Ich muss sie halt aktivieren, aber dann war die ganze Sache ist dann erledigt. Das Ganze halt auch mit Ingress, dass ich dann sagen kann, hey, also wenn du halt, habt ihr vorhin gesehen, das kann ich nochmal zeigen. Ich habe hier eine URL, Spring Boot Demo Local, die zeigt halt in meiner etc-host halt auf die IP-Adresse des Kubernetes-Cluster und der muss halt wissen, was er damit machen soll. Und da sage ich dann halt, über die Value sage ich halt, also wenn der Ingress, wenn der Host reinkommt, egal was, dann für halt bestimmte Services. Und der Service ist halt dazu da, dass er sagt, okay, ich muss das auf den Port sowieso vorbeiführen, auf den Port 8080 und so weiter. Das ist dann halt die genau. Was ich hier noch Besonderheit habe, ist halt hier, dass ich mir so ein bisschen Security eingebaut habe. Das heißt, ich möchte nicht, dass die Endpoints von außen hin erreichbar sind. Also alles, was mit Health, Liveness und Readiness ist, das geht der Außenwelt halt nichts an. Und das heißt, wenn jemand von außen versucht, auf Actuator Health zuzugreifen, kriege ich auch einen Denied. Kann auch gerne mal kurz demonstrieren. Cool. Ja, genau. Und hier, kriege ich 403. Das dann von außen halt nicht zeigt. Genau. Eine weitere Besonderheit, was ich hier habe, ist, ich habe hier eine Local Value. Und da kommt Minikube halt ins Spiel. Das heißt, wenn ich die Sachen halt entwickle, möchte ich nicht dieses Committen, Pushen, warten, bis der CI-Server was macht, sondern ich habe eine Local Values, die halt genau auf meinem Minikube halt festgelegt ist und wo ich dann gewisse Sachen halt halt dann festlege. Wie zum Beispiel der Host ist dann Spring Boot Demo Local. Das habe ich in meiner etc-host halt eingetragen. Dann mache ich bestimmte Konfigurationen, die halt für lokal ganz gut ist. Und je nachdem die Pull Policy vielleicht noch anpassen. Latest vielleicht, da ich halt auf den Tests vielleicht was anderes eintrage oder Produktion, würde ich ja bei Tag halt eine Versionsnummer eintragen. Und das war's. Genau. Und dann habe ich auch noch so eine Art Smoke-Test. Das ist auch nichts anderes als ein Helm-Chart. Tests. Das war das. Mit der Test-Connection. Das heißt, da fährt er nur einen Pod hoch, macht mit WGET, guckt, ob das halt erreichbar ist. Und da fährt er wieder runter. Also könnte man ein bisschen mehr machen, vielleicht ein bisschen ausgefeilter. Aber für meine Zwecke reicht das. Das heißt... Für die Test-Connection? Bitte? Wann wird diese Test-Connection ausgeführt oder gemacht? Ich muss das selber antriggern. Also das könnte ich in meinen, also das ist jetzt einmal, also ich würde jetzt mal hier am Helm Upgrade machen. Da sieht man halt hier, dass ich dem Helm-Chart halt einen Namen gebe. Hier ist dann der Pfad vom Helm-Chart, was ich nehmen möchte. Und dann halt die Local Value File. Das führe ich dann auf. Und dann kann ich sagen Spring Boot Test. Also ich möchte halt die Spring Boot Demo Instance halt testen. Und da weiß er halt, dass er in diesen Ordner Test reinkommen und dann fährt er halt einen Pod hoch. Und das Coole ist, ich kann das auch sehen. Warte mal, get Pod. Du siehst dann hier, dann macht er so eine Chart-Test-Connection. Und das ist dieser Test, das ist der Pod, den wir vorhin gesehen haben. Also da
Also natürlich, auf Produktion willst du das vielleicht nicht haben, dann schreibst du dir das Skript, dass er wieder löscht oder sowas, aber zumindest weiß ich dann halt, es ist halt ein Smoke-Test, ob der Pod überhaupt halt da ist. Genau, und das ist halt dann die Möglichkeit, wie ich dann lokal das Ganze teste. So, und jetzt ist die Frage, auch hier wieder One Command. Es ist ja so bei Helmcharts, ich muss es halt paketieren und auch in ein Repository, so ein genanntes Helmchart-Museum halt hochladen. Ja. Und da kann natürlich auch Fehler passieren, weil wenn Values vergessen werden, da sagt er halt, hey, da fehlen Variablen, die nicht gesetzt worden ist. Oder Linting macht er ja auch ein bisschen, ob das mit von der YAML-Struktur halt her passt. Und natürlich könnte ich hingehen und sagen, Helm Package und Spring Boot Demo. Aber dann habe ich das halt hier irgendwo liegen und dann muss ich jetzt trotzdem irgendwie dran denken, das machen zu machen und irgendwie hochzuladen. Das ist ein zweites Kommando. Genau, das ist halt, genau. Und dann auch hier wieder kriege ich das nicht irgendwie weil mein Build-Tool jetzt Maven ist, das irgendwie verpackt. Und das Schöne ist, ja, kriege ich. Und da gibt es nämlich das Helm Maven-Plugin. Den sage ich halt, hey, paketiere mir das und lade das bitte in das Helm-Charts-Museum. In dem Fall benutze ich halt einen Nexus, der auch Helm Museum halt integriert hat und damit es die ganze Sache halt wird. Das heißt, unter der Package-Phase Package paketiere ich das und in der Phase Deploy lade ich das halt hoch. Wie ist das mit Passwörtern oder so zum Anmelden? Oder Das ist dann halt alles Maven. Du hast eine Setting-Datei, Settings.xml, also die zeige ich jetzt nicht, weil da meine privaten Adressen drin stehen, aber da ist halt alles hinterlegt. Du hast halt diesen Name. Und dann guckt er halt die Settings.xml und nach und holt sich dann die Passwörter. schön. Also das übernimmt dann Maven für dich. So, jetzt sagen alle, ja, ich benutze aber kein Maven. Ich kann mir vorstellen, Gradle hat auch sowas. Oder wenn man aus anderen Gründen vielleicht die Build-Tools nimmt, dann, das ist mir auch wurscht. Dann seid aber nett zu euren Kollegen und legt hier halt Skripte halt ab, die halt Maven-Build starten, dann Docker-Befehl machen und das Packaging. Damit ich als Entwickler nicht darüber nachdenken muss, dass ich die ganzen Sachen halt erfüllen muss. So, ich möchte aber auch nicht verschweigen, es gibt auch mittlerweile auch andere Möglichkeiten. Und zwar, sagen wir mal so, und zwar gibt es auch mittlerweile auch Buildpacks, nämlich Buildpack. Das heißt, ich gebe ihnen halt einen Pfad zu meiner Spring Boot Applikation. Das ist halt halt so aus, dass ich hier mein Maven-Projekt halt habe. Und da kann ich halt auch sagen, wenn ich das ausführe, dann wird halt Maven in einen Docker-Container halt verpackt und am Ende spuckt er mir halt auch ein Docker-Images weit raus. Also ist halt nochmal ein anderer Weg. Das ist halt das, was wir gerne auch Python-Projekte halt machen. Und wenn ich das hier starte, dann sieht man, also dann holt er sich mehrere Docker-Images, die dann halt Maven drin haben oder nicht. Ich sage ihm halt, ich möchte gerne, dass er das am Ende halt ein Adoptium rauspurzelt, also nimmt er halt Adoptium, dann kann ich per Systemvariablen halt das Ganze halt konfigurieren. Ja. Das sieht man halt hier, dass ich dann halt hier sage env und ich möchte gerne, dass er die Java 17-Version nimmt. Und der stellt dann halt fest, ah, das ist eine Spring Boot Anwendung, also brauche ich ein Buildpack Spring Boot, ich brauche Maven, also nimmt er sich halt Maven, da sind Executable Jars mit drin, dann nimmt er das. Warum er Tomcat und Tommy mitnimmt, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich, weil die das jetzt so programmiert haben, um halt ein bisschen universeller zu sein. Aber das stört mich an der Stelle nicht. Und dann werden halt die einzelnen Buildpacks halt konfiguriert. Hier sieht man halt mein Maven. Und dann geht er halt hin und sagt, ah, Maven-Bildartefakt ist halt irgendwo ein Jar. Und dann skippt er halt die Tests, weil er auch davon ausgeht, das hast du vorher alles schon durchgetestet. Guckt nur, dass das Jar gebaut wird und dann paketiert er halt das Executable Jar halt in meinen Docker-Images. Hört das nochmal an? Da muss das jetzt schon vorhanden sein. Das ist halt alles fertig von der Community, was du bereitstellen musst, den Source Code. Also du musst wirklich hingehen
und dem halt den Source Code mitgeben. Ja. Also du brauchst auch definitiv halt deine Applikation und wo halt auch eine POMF drin ist. Und der Rest übernimmt halt dann das Buildpack für dich. Das ist aber eine andere Philosophie an der Stelle, ne? Das ist. Bin nicht sicher, ob ich das im Video lasse. Okay, aber das spannend zu sehen. Genau, aber das genau. Also das heißt, kannst du für mich so rausschneiden, nur ich. Ich kenne das auch gar nicht, das ist total cool. Okay, dann habe ich dir was. Das war wunderbar, dann habe ich meinen Lehrauftrag hier erfüllt. Ja, schon einiges Cooles gesehen, weil ich habe tatsächlich, ich habe nicht ein Kommando, ich habe halt drei Kommandos. Mhm. Und ich werde dann gleich noch meine Maven umbauen, meine POM umbauen. Ja, wunderbar. Dann, genau, auf jeden Fall, dann habe ich auf jeden Fall, und das ist dann auch mein Continuous Integration Server, ist das halt ein Befehl, Maven Deploy. Und dann posten halt meine Helmcharts-Packages raus, meine Docker-Images. Und dann kann ich halt in diesen Deploy-Skript gehen. Und das können wir auch hier sehen, das hier halt auch Package. Und dann ist halt ein unter Target, so wie es sich gehört, purzelt halt auch das Helmchart halt raus. Vielen, vielen Dank, Sandra. Das ist ja einfach. Ja, die Demo sieht immer einfach aus, aber das ist schon ein bisschen Recherche und auch Subierzeit, ne? Das ist dann halt, ja. Aber ja, das wissen die wenigsten, aber ja, das ist halt mein stoischer Charakter, wo ich mir denke, ich bin auch nicht die Erste, die diese Idee hat, und dann bin ich auf die Recherche losgegangen. Vielen, vielen Dank. So, ja, dann das wäre es mal von meiner Seite. Hast du noch Fragen, oder? Ja, willst du doch auch was zu dir sagen? Ja, gut, was kann man zu mir sagen? Ja, ich bin freiberuflich unterwegs. Das heißt, wenn ihr das toll findet, was ich gemacht habe und da Hilfe braucht, dann kontaktiert mich. Gegen Einwerfen von Münzen helfe ich da euch bei euch auch im Projekt sowas zu etablieren. Ansonsten bin ich halt Java Backend unterwegs und finde mich auf zahlreichen Konferenzen mit Vorträgen, publiziere. Wenn ihr hören wollt, was so mein IT-Alltag ist, dann hört gerne den Podcast Ready for Review, was ich mit meinem Kollegen Daniel Zensis mache. Und das ist halt eine coole Kombi, weil er aus dem Frontend komme und ich aus dem Backend. Und dann ist das halt immer eine nette Diskussion, weil jeder da ein bisschen eine andere Meinung hat. Wir machen aber auch drumherum Themen, also alles, was so IT-Nerds so bewegt. Also was gibt's noch? Ja, das ist so hauptsächlich so zu meiner Person. Dann, Sandra, vielen, vielen Dank. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, dann, wenn du noch ein Thema hast und ich da Zeit habe, dann machen wir es gerne. In meinen Videos geht es um das Thema Softwareentwicklung. Ich möchte euch komplexe Sachverhalte anhand von Code und interessanten Gästen, wie heute Sandra, näher bringen. Ich bin Thomas Michael. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und hinterlasst ein Like.